Mit dieser Explosion endet der amerikanische Traum von Seymour und Dawn Levoff. Er war einst ein glorreicher Footballspieler, sie eine Schönheitskönigin. Die Krönung ihrer Ehe war Tochter Mary. Doch die hat durch den Vietnamkrieg und all seine Auswirkungen den Glauben an das Gute im Leben verloren. Sie geht daraufhin in den Untergrund und sprengt eine Tankstelle in die Luft. Um dieses Familiendrama, das gleichzeitig einen ziemlich tiefen Blick in die amerikanische Seele wirft, dreht sich der Film Amerikanisches Idyll. Das Regiedebüt von Hauptdarsteller, in diesem Fall natürlich auch in diesem Film, Ewan McGregor. Und da hat sich damit wirklich keinen leichten, sondern einen ziemlich echten, großen, schweren Brocken ausgesucht. Early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Amerikanisches Idyll basiert auf dem gleichnamigen Roman von Philip Roth. Ein absolutes Literaturepos, Pulitzer-Preisträger und vor allen Dingen auch Zeitdokument über den Verlust der amerikanischen Unschuld. Mit solch einem Werk, mit dessen Wucht und auch Bedeutung, kann McGregors Adaption, seine Filmadaption, leider nicht mithalten. Denn ihr fehlt einfach die Zeit und vor allen Dingen auch der Raum, damit sich die Figuren und ihre Motivationen entfalten können. McGregor hakt die vielen Stationen des Films zu schnell ab und stutzt meiner Ansicht nach auch das umfangreiche Buch einen Ticken zu viel zurecht. Dadurch fiel es mir zum Beispiel sehr schwer, Zugang zu Dawn oder auch zu Mary zu finden. Und dadurch ergreift McGregor auch viel öfter und mehr Partei als das Buch, das sich in diesem Fall eigentlich überhaupt gar keine Wertung erlaubte. Die Polizei erweitert ihre Suche nach der jugendlichen Meredith Levoff wegen ihrer Beteiligung am Bombenanschlag auf ein Posten. Wo ist sie? Trotzdem, und das möchte ich auch an dieser Stelle direkt sagen, ist Amerikanisches Idyll weder schlecht noch misslungen. Ganz im Gegenteil, ich war ehrlich gesagt überrascht, wie stilsicher und auch schön McGregor einzelne Szenen und vor allen Dingen auch Bilder eingefangen hat. Auch wenn gewisse Elemente hier und da ein bisschen abgegriffen wirken. Darüber hinaus überzeugen aber vor allen Dingen mal wieder die Darsteller. Vor allen Dingen McGregor als unermüdlich kämpfender Vater, aber auch Jennifer Connelly als emotional ausgebrannte Mutter. Kurzum, keine perfekte, aber eine ziemlich anständige Adaption, die weniger inhaltlich und mehr durch ihre Darsteller zu Herzen geht. Meine Ragtags: Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Regiedebüt, Familiendrama, Zeitporträt und Unschuldsverlust. Wir dürfen nur vorbei, wenn wir was singen. Das ist Tradition. Los, singen Sie schon was! Bing, bing, bye, bye, what a she. Ko, wang, ji, fan, jen, gan, chi. Alles klar? Keine Frage, Jackie Chan ist mit 62 Jahren fernab seiner alten Klasse. Man merkt, dass er nicht mehr so viel riskiert wie früher. Und leider kommen auch einige weniger geübte Tricks zum Einsatz, die den Gesamteindruck etwas schmälern. Aber alles in allem ist Skip Trace so aufrichtiges wie gut gelauntes Abenteuerkino.